Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Wir haben dieses Dungeon endlich beendet und haben dieses wieder besiegt, ohne dass wir wussten, was wir taten. Ungefähr so ein bisschen. Und ich fand den Kampf sehr anspruchsvoll. Ich bin auch einmal gestorben, was ich nicht so schön finde, aber... Naja, niemand ist perfekt. Man muss ja erstmal lernen, wie sie sich wieder verwenden, wie sie sich benehmen und was sie tun. Auf jeden Fall ein schöner Kampf, war nicht zu schwer. Geld, aber ich wollte eher... Ach, ich bin voll geheilt, okay. Sagen die jetzt was anderes? Heute den Chef zu... Ja gut, das hat er alles schon mal gelesen. Gut, dann müssen wir nur dieses wieder verlassen hier. Ob wir vielleicht irgendwie die Geister wiederholen können? Vielleicht nicht so. Nee, scheint aber auch kein... Ist der Geheimgang wohl noch da? Der war ja hier irgendwo in den Büschen. Hier kommen wir. Das ist nicht der Geheimgang. Vielleicht können wir diese Felsen ja auch zerstören. Wenn die Kraft erhöht ist von unserem Dämonenfreund. Immer noch Angst, dass er dann am Ende Endgame gegen uns kämpft, wenn wir ihn jetzt stärker machen. Irgendeinem Grund, vielleicht sagt irgendjemand Böses, ja, wir können deinen Sohn retten, wenn du Megaklink ausschaltest. Warum auch immer. Und das Idee mit dem fast dem Lapsen beim Boss ist auch eine ziemlich doofe gewesen, weil ein paar Boss kriegen ja keine Erfahrung. Was soll das bringen? Wir brauchen einen XP-Potion. Los, ich will da rein. So. Auf jeden Fall machen wir einen Potion erstmal. Ach, was für ein netter junger Mann ihr doch seid. Was kann ich für euch tun, Zuckerschneckchen? Tank kaufen. Ich hoffe, ihr habt mir etwas von gutem Zeug gebracht, meines süßen Gummibärchen. So. Wir wollen ein grünes Potion. Wird einen schönen Tank ausbrauen. Ein guter Tank. Die Hälfte der LP wieder her. Ich mach mal gleich ein paar mehr. Was kann ich für euch tun? Ich will noch einen Tank machen. Ich will einen roten mal machen. Was macht der rote? Gesamten LP. Okay. Gut. Werden wir aber fürs später aufheben. Aber ich mach noch einen grünen mehr. Weil man ja nicht weiß, was unser wartet später und wann wir wieder herkommen. Ihr wisst doch, dass ihr jeweils nur einen einzigen Trank von einer Sorte mitführen könnt. Mein gefallener Engel. Was kann ich für euch tun? Okay, gut, aber dann machen wir das ja. Wecken wir ihn. Wisst ihr, warum ihr mich da bittet, mein kleines Pfirsichtörtchen? Es reicht. Es ist echt creepy. Erstens kann ich mit der Erweckung erst fortfahren, wenn ihr genügend Mana bringt. Mana ist die Lebensenergie, extrem seltenes Zeug und selbst dann stirbt die aufgeweckte Person, wenn sie die Erweckung nicht akzeptiert. Ich hoffe, du akzeptierst es. Oh, entzückend. Ihr habt etwas Mana ausgegraben? Fangen wir mit dem etwas kräftigeren Gebauten an. Er ist das ideale Versuchskaninchen. Oh Mann, was passiert jetzt? Er wurde geheilt. Aufwerten von Kräften. Minas Kraft hat Stufe 2 erlangt. Ihr könnt euch länger konzentrieren, um einen noch mächtigeren Angriff zu entfesseln. Oh, cool. Was kann ich für euch tun? Nichts. Danke, bis dann. Gut, schauen wir uns das gleich mal an. Aha, ich kann es also jetzt zweimal aufladen. Ja. Gehe ich damit diese Felsbrocken hier weg vielleicht? Ist die Wartezeit auch länger oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ich glaube, die ist gleich geblieben. Mal gucken. Natürlich bin ich doof. Egal. Versuchen wir mal... das beim Spukwald einzusetzen, da waren ja auch solche Felsbrocken, die uns versperrt haben. Die Brücke sieht aber leer, also sieht nicht so bedeckt aus. Vielleicht ist es nur die falsche Brücke, das kann natürlich auch sein. Müssen wir eigentlich einen neuen Magneten suchen oder können wir immer das Zeit hin und her reißen letztendlich? Ich glaube, ich muss wahrscheinlich immer einen neuen suchen, wie ich das Spiel kenne. Ich bin doof. Natürlich geht das nicht, weil ich nicht ganz auflade. So, diesmal aber. Boom. Das klappt nicht. Gut. Aber ist eigentlich dasselbe wie vorher, nur flächendeckender. Reicht das wirklich, um so einen riesigen Felsbrocken wegzuräumen? Marienbrücke, da ist kein Felsbrocken drauf, aber jetzt wahrscheinlich doch. Ah, ich mag die neue Grafik. Ist da was? Nein.
Da auch nicht, gut. Krass, ach, wie schön. Gegner, ach, wie schön. Bester Bombenfall, welchen haue? Oder ist es nur Deko? Ein Schleimischleim. Was war das da oben? Ah. Die Teile sind auch wieder da, sehr schön. Oh, sind stärker geworden, glaube ich. Ach ja, sind selber gekommen. Okay, ich habe nichts gesagt. So, ist hier oben noch was? Bestimmt ist hier irgendwo was versteckt. Bestimmt. Da nicht. Da auch nicht. Ah, ich muss mal die Sachen hier. Ach nee, es ist ja. Die Frage ist jetzt, wie alt in der Zukunft sind wir jetzt? Wahrscheinlich sind wir immer so entsprechend, soweit in der Zukunft, wie die Grafik aussieht. Das heißt, wir sind jetzt so weit wie noch nie zuvor in der Zukunft. Echt knapp. Ich dachte echt, dass man da irgendwie. Nee. Schade. Dann gibt es hier wahrscheinlich doch. Kann ich das vielleicht kaputt machen hier, diesen Stein? Nein. Gut, dann gehen wir zur Brücke hin. Hallo, es kommt nicht oft vor, dass man auf dieser Seite der Brücke jemandem begegnet. Früher nannten wir sie die Marienbrücke, aber vor 100 Jahren stürzte ein Felsbrocken herab und blockierte sie. Ihr habt es in 100 Jahren nicht geschafft, den Brocken zu entfernen. Es ist bisher niemandem gelungen, ihn zu entfernen. Ja, das sehe ich. Aber nach dem Ende des Krieges wollte ohnehin niemand mehr nach Dämonia. Ach so, okay. Wie dem auch sei. Ich bezweifle, dass es jemals einem Menschen gelingen wird, diesen Felsbrocken zu trümmern. Ja, wir haben auch keinen Menschen bei uns. Klar, unser Boss ist zäh genug, um diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Aber ich sag euch, er ist stur wie ein Bock. Kaum hier verlässt er den Spukwald. Man müsste ihn schon zwingen. Ich glaube, ich werde angegriffen, oder? Diesen Klotz hier zu bewegen, aber das würde niemanden wagen. Jeder würde vor Angst die Flucht ergreifen. Aber im tiefsten Grunde seines Herzens ist er ein netter Kerl. Ja, das stimmt. Erstmal den Typen entfernen, weil der stört irgendwie. Ich habe unseren Boss eben getroffen gehabt. Der ist jetzt Pudding. War hier nicht noch einer? Egal. Los, Mega Klink, mache diesen kleinen Brocken kaputt. Klink Attack. Ha, ihr habt nichts gesehen. Oh, schon freigeschaltet. You shall pass. Hallo? Es kommt. Warum seht ihr das nicht? Er ist weg. Der Brocken ist weg. Hallo? Der Brocken ist gar nicht mehr da. Seht ihr das nicht? Egal. Gut, dann können wir. Hey, wir können zu Schmieden hin. Wir haben genug. Oh, gleich kommt erst für die Waffe, oder? Ist nur Deko. Okay. Nice Deko. Deko tot. Okay, aber er macht doch richtig Angriff, wenn ich zu nah rangehe. Das ist so nichts. Ob wir das Spiel vielleicht im dreidimensionalen Version gewinnen können? Ich meine, dieses eine Busch-Spiel, was ich einfach nicht schaffen konnte. Na, das könnte klappen. So. Ist hier noch irgendwas Feines in der Ecke? Vielleicht eine Truhe oder irgendwas, was man nicht sieht? Nö. Können unsere anderen Fähigkeiten, können den Fiener auch aufwerten von der Fähigkeit her? Bestimmt, ne? Bestimmt auch einfach nur flächendeckender. Kann ich mir vorstellen. Wenn wir noch mehr Fähigkeiten bekommen, wäre relativ cool jedenfalls. Ich glaube, wir verlassen einfach hier erst nichts anderes. Ah. Ist hier noch was hinten? Nein. Okay. Dann gehen wir uns jetzt, glaube ich, neue Waffe holen. Waffen eher das Beste. Hat dann beste Chance, den Boss gehabt hätten, wenn wir schon eine Ausrüstungsteil gehabt hätten. War doch hier, oder? Sieht nicht mehr so aus wie früher, finde ich irgendwie. Wie hieß es? Palast von irgendwas? Der große Zerstörer wird euch alle strafen. Womit habe ich solche nichts dazu nur verdient? Nie! Die Ritter vom Nie! Nun? Will denn niemand das hier für mich öffnen? Wir haben jemanden rufen lassen, ehrenwerter Prophet. Nie! Ihr wagt es, mich hier schmachten zu lassen. Ein Ritter vom Nie. Ah, endlich! Ich sollte diesen Mechanismus schleunigst überarbeiten.
aber er ist die sicherste Methode, meinen kostbaren, ach so kostbaren Zeitstein zu beschützen. Seht ihr jetzt wieder normal aus oder zittert ihr weiter? Ihr zittert weiter, okay. Sieht nicht gut aus. Ich glaube irgendwie nicht so ganz, dass ich hier meine Waffen jetzt aufwerten kann, was ziemlich schade ist. Und da kann ich bestimmt auch irgendwie... Ne, jetzt sind dann doch nicht mehr. Okay, gut. Da hoch kann ich auch nicht. Gucken wir erstmal hier unten um, würde ich sagen. Hallo. Ich bin hier, um den Anhänger beizutreten. Nur Ezen-Ausbildung ist echt schwer. Man muss ziemlich viele Fertigkeiten lernen. Ich bin nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Ach, Fertigkeiten sind immer nice. Die Zahl 5 hat mich schon immer fasziniert. Sollte fasziniert. Eine ganz besondere Zahl findet ihr nicht auch? Oder 5? Die taucht überall auf. Dazu am einen ist die Geschichte von 5 kleinen Schweinchen. Die Geschichte von 5 Musketieren. Das ist beides falsch. 3 Schweinchen und 4 Musketiere. Und natürlich die 5 Schlüssel, die große Zerstörer sammeln muss, bevor er die Welt in Schutt und Asche legt. Ausgesprochen merkwürdig. Warum 5? Okay, vielleicht stimmt das als einziges. Können wir das finden? Oh, nicht damit. Na gut, das kann ich eh nicht mehr aktivieren. Aber ich will wissen, ob das ein Secret ist. Und? Nein. Okay, dann ist es nur Deko. Weiter geht's. Was sagst du, was Feines? Den Zeitstein zu berühren war schon immer mein Traum. Diese Ehre wird aber nur dem Propheten. Unser größter Schatz wird an der Spitze des Pyramide sicher verwahrt. Glaubt ihr, wenn man ihn berührt, kann man den großen Zerstörer kommunizieren? Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst, dass jetzt anstatt unsere Schmiede von vorher jetzt irgendwie der letzte Bosskampf hier sein wird. Wollt ihr die Prüfung für Novizen ablegen? Nein. Ganz wie ihr wollt. Mach ich das jetzt später durch. Oder auch nicht durch. Oder keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich ins Tor gehen. Und das Tor sagt uns dann wahrscheinlich, dass wir nur, wenn wir Novizen sind, durchtreten dürfen. Und dann muss ich die Prüfung machen. Okay. Wir haben da noch einen anderen hinten, habe ich gesehen. Versucht bloß nicht, die Pyramide hochzuklettern. Sie ist so schlüpfrig, dass noch nicht mal die berüchtigten Ninja-Hörnchen es bis oben geschafft haben. Im Inneren müsste man sich aus der Luft Zutritt verschaffen. Doch ohne Fliege lässt sich das nicht einrichten, wie man so schön sagt. Wenn Menschen fliegen. Okay. Geht's hier irgendwie hoch? Nee, oder? Nee. Gut, dann durch die Eingangstür. Offensichtlichsten Weg. Tür ist verschlossen. Okay. Seht ihr diese wunderschöne Pyramide? Wir waren diejenigen, die sie gebaut haben. Es war vielleicht Schwerstarbeit, es sind überall noch Löcher drin. Aber wenn alles unter Wasser steht, werden wir im Inneren Schutz finden. Es sind überall Löcher drin. Hallo. Allerdings gibt es da noch ein physisches Detail, das mir Sorgen bereitet. Glaubt ihr, sie wird schwimmen? Nein. Also, sie wird sich unter Wasser befinden. Der Zutritt zur großen Pyramide ist beschränkt. Sie darf nur von Propheten und den ältesten Anhängern betreten werden. Nach dem Schlüssel zu suchen ist sinnlos. Die Tür kann nämlich nur von innen geöffnet werden. Das ist gelegentlich zu echten Problemen führt. Bei einigen Tagen zum Beispiel stand der Prophet plötzlich vor der Tür, weil es zog. Die Tür aufzubrechen dauerte eine ganze Weile und danach mussten sie ausgetauscht werden. Daraufhin erklärte der Prophet Zuglos zu einem Omen für die Vernichtung der Welt. Ich glaube, er hat gesagt, es ist nur den Propheten und anderen Leuten, die beigetreten sind, Zutritt gewährt, glaube ich, hat er gesagt. Und das heißt, ich muss wirklich die Prüfung ablegen. Gut, dann stellen wir uns mal der Prüfung. Wollt ihr die Prüfung für Novizen ablegen? Ja. Also gut, hört euch meine Frage genau an und wählt die korrekte Antwort. Oh, ich muss antworten, ich dachte, ich muss irgendwas Cooles machen. Der große Zerstörer war das erste Omen für die Vernichtung der Welt. Was wird das zweite sein? Heuschreckenplage, Sintflut, globale Erwärmung, Fummel. Was? Nein, Sintflut, globale Erwärmung. Falsch. Eure Ausbildung ist, wie es scheint, noch nicht ordentlich ausgeschlossen. Geht zurück und lernt die heilige Wort des Propheten. Ihr könnt auch die anderen Anhänger im Rat bitten. Kommt wieder, wenn ihr die Antwort habt. Was? Wollt ihr die Prüfung mal mitnehmen? Ja. Okay. Aber das stand doch nirgendwo, oder? Wenn, dann würde ich sagen Sintflut.
Ganz genau, okay. Die anderen Sachen waren zu komisch. Deshalb, ach, deswegen wollen sie jetzt die Pyramide schwimmen. Mann, bin ich doof. Deshalb haben wir die Pyramide errichtet. Ach, sag das sogar jetzt. Hm. Damit wir alle überleben, wenn die Welt überflutet wird. Eine Vizebildung ist noch nicht abgeschlossen. Sprecht mit den anderen Professoren, um die Prüfung fortzusetzen. Wollt ihr die Prüfung ablegen? Ja. Also gut. Hört euch meine Frage an. Ja, und antworten. Ja, genau. Bevor er die Welt vernichten kann, muss der Zerstörer etwas tun. Und das wäre... auf Stufe 70 hochgrinden. Ja, da mache ich mit. Kraftstufe 9000 erreichen. So, egal. Die 5 Schüsse sammeln, das stimmt. Auf die Seite. Das ist so unnötig. Eva ist ja noch schwierig, aber das ist echt unnötig. Ganz genau. Hinter dem Begriff Schüsse verbirgt sich bestimmt noch etwas anderes. Als doch, was die Zahl 5 betrifft, ist der Prophet ganz unmissverständlich. Okay, die Wissensausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Ja, der dritte Professor. Wollt die Prüfung ablegen? Ja. Also gut, hört euch meine Frage genau an und wählt die korrekte Antwort. Das große Auge ist das Symbol des großen Zerstörers. Es ist in unserer wertvollsten Schatz verraviert. Was ist das für ein Schatz? Das Triforce! Ja, Mega Klink ist back. Ein One-Up-Pilz. Oh, it's me, Mega Klink. Excalibur, der Zeitstein. Excalibur wäre mir am liebsten. Der Zeitstein, gut gemacht. Zeitstein wird tatsächlich an der Spitze der Pyramide aufbewahrt. Der Prophet hat ihn nur kurz nach der großen Katastrophe nicht weit vom Spuck entdeckt. Was war das mit einer? Gratuliere, ihr habt die Prüfung der Revizen bestanden. Das ist der erste Schritt. Um ein Anhänger zu werden, müsst ihr ins Sturmtal gehen und den Alpha besteigen. Alpha ist der Ventil. Am Gipfel des Alpha müsst ihr einen ganzen Tag lang vor unserem Symbol des großen Auge meditieren. Erst dann seid ihr bereit, den Anhänger beizutreten. Also die Prüfung sonst gemacht. Echt? Okay, aber egal, dann sind wir hier also erstmal fertig und kommen später wieder. Ich hätte gerne meine Waffe gemacht. Dann spare ich halt weiter. Wie viel gerade Erz habe ich eigentlich? 5. Ich glaube, 5 hat die Waffe gekostet. Gut, dann leider nicht. Dann gehen wir einfach weiter. Aber ich würde mal sagen, das war's auch für heute. Ach, ich hoffe, der Regen war nicht zu laut, aber echt. Boah, auf den Ohren war der echt laut. Gut, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich schalte nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Evoland 2. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.